Eine richtige Position und noch viel mehr eine richtige Rolle für Ben Simmons zu finden ist schwer. Das liegt zum einen daran, dass er eine Menge Dinge richtig gut kann und andere überhaupt nicht, zum anderen aber auch daran, dass ihm für seine natürlichste und naheliegendste Rolle einfach wichtige Skills fehlen. Darum wird viel rumprobiert und experimentiert, ob man ihn nun als Point Guard, Point Forward, Power Forward oder, und das ist das Thema heute, als Center einsetzt. Das hat man in der Vergangenheit schon einige Male gesehen, das jüngste Beispiel ist aber das Preseason Game gegen die Indiana Pacers vor wenigen Tagen gewesen. Zuallererst, ja, ich weiß, Preseason hat wenig bis kaum Aussagekraft, aber in diesem Fall sehe ich das ein bisschen anders. Denn in diesem speziellen Beispiel wurden genau die Vor- und Nachteile aufgezeigt, die sich auch in einem normalen Basketballspiel erwarten lassen. Starten wir mal mit der Offensive, denn sie ist der Hauptgrund dafür, Simmons als Center spielen zu lassen. Obwohl Center da auch eine schwierige Bezeichnung ist, denn eigentlich ist der Sinn dahinter, ihn mit 4 Schützen zusammen aufs Parkett zu stellen. Hier direkt in der ersten Sequenz, man läuft parallel 2 Pin-Down-Actions und er hätte hier sogar auf Harris spielen können, der relativ frei war. Aber auch so ist die Defense in Scramble-Mode, es wird aber ein Schrittfehler gepfiffen. Die Pacers haben Simmons auch weiterhin mit Brogdon verteidigt, was dazu geführt hat, dass ihr Center Sabonis Tobias Harris verteidigt hat. Aus diesem Mismatch konnte man aber zu Beginn noch nicht wirklich Kapital schlagen. Hier ist das Problem, dass Danny Green den Ball bekommt und dribbeln muss, da gibt es sicherlich auch andere, bessere Möglichkeiten, die Defense zu schlagen. Hier nutzt man den Vorteil dann zum ersten Mal richtig schön aus. Brogdon hilft rein, damit Sabonis gegen den schnelleren Harris nicht auf sich alleine gestellt ist. Der spielt ab und Simmons attackiert sofort den freien Platz und kann einfach punkten. In der Theorie mag ich das Konzept eigentlich, Simmons als Drive- und Kick-Spieler mit Shooting um ihn herum einzusetzen. Was wir gegen die Pacers nicht gesehen haben, aber in der Theorie finde ich eigentlich auch ganz gut klingt, ist zu versuchen, ihm das ein oder andere Mal den Ball im Post zukommen zu lassen, wenn er von kleineren Gegenspielern verteidigt wird. Diese Sequenz zeigt das Potenzial dann nochmal. Man involviert den gegnerischen Big am Perimeter in Screening Actions, bekommt den Switch und attackiert die Schwachstelle der Defense, die man ausgemacht hat. Simmons bekommt den Ball, geht Richtung Korb, zieht die Aufmerksamkeit von 3 Verteidigern auf sich und kickt raus, man ist einfach zu schnell für den Gegner mit dieser Smallball-Lineup. Spieler wie Sabonis mögen es nicht, sich über Screen zu kämpfen oder an der Dreierlinie draußen zu agieren. Was dann aber nicht sein kann, ist, dass Ben Simmons den James Harden macht und dann weit weg vom Geschehen zuschaut. Es waren zwar nur wirklich wenige Sequenzen, aber man konnte sehen, wo man Vorteile aus diesen Smallball-Lineups rausholen könnte. Es war verständlicherweise alles ein bisschen holprig und noch nicht unglaublich ausgeklügelt, aber da könnte sich zukünftig einiges machen lassen. Aber nur wenn wir davon überhaupt in der Zukunft noch mehr sehen werden. Denn das große Problem ist die andere Seite und da sind die Nachteile momentan einfach viel schwerwiegender als die Vorteile im Angriff. Denn um nochmal auf das Konzept mit den Positionen zurückzukommen, eigentlich sagen wir damit nur noch aus, welche Rolle ein Spieler defensiv übernimmt. Ben Simmons als Center bezieht sich also damit nicht auf seine Offense, sondern auf seine Defense, denn da spielt er als Fünfer der Sixers in diesen Smallball-Lineups. Das bedeutet in Philadelphias System mit ihrer Drop-Coverage, dass Simmons dort eine Menge als absinkender Big und Rim-Protector des Teams spielen soll. Und das kann er leider einfach nicht gut genug. Er ist nicht groß und lang genug, hat nicht die Rim-Protection und Shot-Blocking-Skills und hat auch einfach nicht das nötige Verständnis, wie man als Big im Pick-and-Roll verteidigen soll. Die Sache ist die, man kann ihm da aber eigentlich auch keinen Vorwurf machen, denn es ist nie sein Job gewesen und auch eigentlich nicht seine Stammposition. Nehmt Dwight Howard, der in seinem Leben nie etwas anderes gemacht hat, der das hier perfekt macht, sein Stellungsspiel, seine Bewegung, kombiniert mit der Größe, Länge und Athletik. Das kann man nicht von Simmons erwarten und damit wird man dauerhaft einfach defensiv gekillt. Philly wird mit Embiid an ihrer Drop-Defense festhalten, die Frage ist, ob man das dann in den Smallball-Minuten über den Haufen werfen wird und eventuell mehr zu Switch-Defense übergeht, denn das wäre auf Simmons bezogen wahrscheinlich der deutlich bessere Weg. Da ist dann aber die andere Frage, ob man dafür das richtige Spielermaterial auf den anderen Positionen hat. Ein weiteres Problem mit Ben auf der 5 ist, dass man kein Kapital aus seiner grandiosen Perimeter-Defense schlagen kann. Man verliert also einen der ligaweit besten Perimeter-Defender und bekommt dafür einen unterdurchschnittlichen defensiven Fünfer. Kein guter Tausch, wenn ihr mich fragt.
Ich glaube also nicht, dass dieses Smallboy-Experiment Erfolg haben kann. Ich verstehe die Idee dahinter gut, dass sie verschiedene Dinge ausprobieren, aber ich sehe einfach nicht, wie das langfristig funktionieren soll. Was denkt ihr? An der Stelle noch der Hinweis, wer Bock hat, mich etwas finanziell zu unterstützen, jedes Video 24 Stunden eher zu sehen, 3 extra Breakdowns im Monat zu bekommen und als Willkommensgeschenk ein gratis Improve-Shirt, der kann gerne Kanalmitglied werden. Über den Link in der Bio kommt ihr hin. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.